Wissenstransfer bedeutet für mich drei Dinge. Das ist zum einen erklären, Wissen bereitstellen für Dinge, die gerade in der Welt passieren. Zweitens Probleme, die an die Wissenschaft herangetragen werden, zu lösen. Also wenn es Fragen gibt in der Gesellschaft, die wir lösen sollen. Und drittens ist, selbst Probleme zu kreieren, die für die Gesellschaft wichtig sind und die wir im Folgenden dann auch selbst lösen können. Wichtig, herausfordernd, rewarding. Wissenstransfer, so wie es Oswald Oberhuber gedacht hat, bedeutet, Wissen innerhalb der Universität zu verknüpfen, aber auch über die Grenzen der Universität hinauszutragen und Kontakte und Kooperationen mit anderen Institutionen zu suchen. Fortschritt, Ausbildung und Wertschöpfung. Transfer heißt für mich überführen, das heißt, Wissen muss zuerst generiert werden und dann wird es überführt. Das heißt, es braucht jemanden, der dieses Wissen will, der dieses Wissen braucht, der dieses Wissen umsetzen kann. Und demjenigen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, ihm zu übermitteln, das ist für mich Wissenstransfer. Ganz klar übersetzen, ganz klar Innovation und ganz klar Problem lösen. Wissenstransfer wird bei uns sehr stark wirtschaftlich ausgelegt. Ich finde aber, dass es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt und dass es auch um Wissensaustausch in transkulturellen Dimensionen geht. Wissen sollte dort ankommen, wo es wichtig und notwendig ist. Das bedeutet in der Informatik zum Beispiel in der Wirtschaft oder Industrie, aber auch in der Gesellschaft. Wissen ist, sollte frei sein, sollte offen zugänglich sein für alle Menschen jederzeit. Ja, ich glaube, es ist eine Kunst, wie man eben versucht, auch gerade komplexe Zusammenhänge sehr einfach darzustellen, sodass es dann auch für eine große Anwenderschaft greifbar ist, dieses Thema. Universität, Medien und Patente. Im Zusammenhang mit den Künsten ist Wissenstransfer die Übersetzung des künstlerischen Wissens in ein Wissen, das für die Wirtschaft und für die Gesellschaft höchst relevant ist. Einfachheit, Freude und gutes Zuhören. Wissenstransfer ist für mich ein Shift, ein epistemischer Shift, weg von dem, was sozusagen in der klassischen Wissenschaft gemacht wird, nämlich versucht zu verstehen, zu erklären, zu beschreiben, zu analysieren, hin zum Gestalten, und zwar zum Gestalten von Zukunft. Ideen brauchen Menschen, die an sie glauben, die an die Umsetzung glauben und die ihren Einsatz, ihre ganze Energie dahinter setzen, dass aus der Idee was Reales wird. Zugang, Synapse und Spaß. Zukunft gestalten, Mut, sich die Realität stellen. Unser Wissen soll ankommen in neuen Technologien, innovativen Produkten und dadurch letztendlich in der Gesellschaft. Die klassischen Inspiration, Transpiration und das Dritte würde ich die Finanzierungskapazität nennen. Absolut unbedingt notwendig.